Und servus liebe Freunde, hier ist wieder euer Zahle und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Inside. Das Spiel ist mir jetzt gerade zweimal abgestürzt beim Aufnahmeversuch und ich habe diese Szene jetzt gerade, wo wir uns im Moment befinden, versucht möglichst genau nachzustellen, so wie wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Und bei der Nachstellung ist mir, denke ich, ein Lösungsweg eingefallen. Den werde ich jetzt aber mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob das so klappt, aber ich vermute mal, dass das wohl tatsächlich der Weg ist, wie wir hier rauskommen. Dazu muss ich hier nochmal den Wasserspiegel, senken. aus der einen Perspektive senken, aus der anderen Perspektive anheben. Stell mir die Kiste nämlich hierher. Und ich lasse jetzt das Wasser so weit raus, dass die Kiste erstmal hier unten auf der Plattform landet. Dann lasse ich es aber so weit wieder rein, dass die Tür gerade noch auf ist. Rechts ist die Tür jetzt nämlich gerade noch aufgegangen. Fahre ich den Wasserspiegel ein bisschen nach oben, geht die Tür sofort wieder zu. Der Grund ist folgender und ich glaube, das klappt tatsächlich. Ich kann von dieser Kiste nach oben ins Wasser, kann jetzt drüber schwimmen. Und kann durch die Tür. Not sure if only Bojen oder Minen. Okay, hoffentlich ersteres. Ja, können trotzdem noch so Kontaktminen sein, aber das, hoffentlich sind es wirklich nur Bojen. Ah ja, okay. Wir bleiben im Wasser. Es geht in die Tiefe. Ach, das sind wieder diese Leichen. Sind wir... Nein, sind wir nicht. Oh, gefährlich. Schwimmen wir zu weit nach unten, landen wir dort, wo wir nicht landen wollen. Oder hier endet der Wasserspiegel, ja. Wir müssen uns aber eigentlich sehen. Jetzt mal ganz weit nach rechts und mal sehen, ob wir da nicht sofort eine Möglichkeit haben zu entkommen. Safe. Immer noch bei der 4. Ich riskiere es einfach, ich will es einfach wissen. Okay, nee, die sind jetzt einfach weg, die Leute. Alles klar. Ui. Ein Knöpfchen, an das wir nicht rankommen. Wow. Okay. Das. Klappt das so? Ich denke, dass es klappt. Ich würde gerne oben ins Wasser. Dann rüberschwimmen und im Fall dann den Knopf betätigen. Wir kommen von hier nicht ins Wasser. Wir kommen jetzt gar nicht mehr ins Wasser. Oh. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, Moment mal. Heißt das jetzt, seit ich unter Wasser atmen kann, brauche ich auch keine Brain Machine mehr, um die zu steuern? Oder wie die aussehen? Oh Gott. Also gut geht es hier bestimmt nicht.
Ah, das ist nicht hoch genug. Das ist nicht hoch genug. Wow. Was mache ich denn hier? Ah. Okay. Sind es vielleicht noch mehr, die da liegen und die ich noch nicht mitgenommen habe? Da zählt jetzt jeder Mann und jede Frau. Ah ja, tatsächlich, okay. Oder? Nee, der kommt nicht mit. Dann machen wir das so. Hebel runter. Und wieder her mit dem Wasser. Und die soll mich ins Wasser hochwerfen. Junge, Junge. Ist einfach so krank. App. Ah, guck mal, die folgen mir noch da unten. Was machen die hier noch mit diesen Leuten? Warum wollen die das auch mit mir tun? Und die fangen mich hoffentlich wieder auf. Ich muss im Fall den Knopf drücken. App geschafft. Wunderbar. Oh, noch weitere Brainiacs. Tatsächlich, die folgen mir alle so. Leute, ich habe echt Gänsehaut gerade. Wow. Einfach so, ohne Brain Machine. Das ist verrückt. Echt verrückt. Jetzt müsst ihr mich rüberwerfen. App, und du schaffst bitte, ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sehen, was ihnen passiert ist. Oh. Leben. Aber habe ich dann jetzt oben wieder etwas verpasst? Ah, sorry, sorry, sorry. Ich muss das sehen. Ich muss alles gesehen haben in diesem Spiel. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal durchgehen und mir diese Geheimgänge angucken. Vielleicht mache ich dann noch ein Special draus. Okay. Okay, viel verpasst haben wir nicht. Und fang mich bitte. Ah, vielen Dank. Das ist einfach so süß. Und, nee, ich muss nach oben. Ich muss nach rechts. Dankeschön. Jetzt kommt ihr nicht mehr mit. Nein. Ach, wieder allein. Kann ich vielleicht hier etwas öffnen, damit meine Freunde wiederkommen? Ah. Oh. Dann nochmal schnell nach unten und gucken, was ich rechts verpasst habe. Bevor es wirklich eine Ebene nach oben geht. Vielleicht kann ich dieses Tor ja noch... Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Dabei werden mir meine Freunde helfen. Sie folgen mir oben. Stürzen Sie hier nicht in die Tiefe. Okay, nein. Also mal sehen, was zu tun ist. Ah, ich muss sie hier wahrscheinlich durch irgendeine Luke lotsen, dass sie nach unten fallen und dann wieder bei mir sind. Ja, perfekt. Genau das wollte ich, liebe Freunde. Eine verrückte Idee einfach.
Hilft mir. Das sollte reichen. Noch ein bisschen. Wunderbar. Oh. Oh, oh, oh. Diese riesigen Areale. Das ist echt furchteinflößend eigentlich. Was haben die denn hier alles gebaut? Danke für eure Hilfe. Macht es gut. Vielleicht ist mein Ziel des Spiels, euch ja zu befreien. Vielleicht wird alles wieder gut. Wir sind immer noch bei der 4. Völlig neuer Farbakzent in diesem Spiel. Oh, wow, wow. Das hat alles irgendwie so einen Touch von Akte X, der alten Akte X-Serie. Das ist doch auch nicht so ganz hundertprozentig menschlich, oder ist das eine Mutation? Werden hier vielleicht Mutationen herbeigeführt? Absicht da hinten. Oh, oh, oh. Okay. Ach du Scheiße. Oh, Gänsehaut. Oh, oh, oh. Ui. Was ist da los? Was beobachten Sie? Was gibt es zu sehen? Und ich mittendrin. Was passiert hier? Etwas. Also auf die Leiter. Uiuiui, holprig. Ich will wissen, was dort zu sehen ist. Ich will wissen, was da los ist. Ladensrohr. Okay. Was ist da nur los? So wahnsinnig wichtig sein, dass sie jetzt nicht mehr aufmerksam auf mich werden. Wo sie mich doch eigentlich alle nur tot sehen wollen. Das haben sie gehört. Sie lassen sich nicht ablenken. Es nicht zu sehen. Hier sind wir wieder bei diesen gelben Kabeln. Also ist hier wieder irgendwo ein Achievement. Das hole ich mir jetzt mal schnell. Oh. Thank you.
leider nicht hin. Kann ich klettern? Nee. Aufschieben kann ich es auch nicht. Auch wenn ich. Ja, nee, auch wenn ich länger drücke nicht. Ist aber so ein riesiger Ball. Normalerweise sind es so ganz kleine Kugeln, aus denen ich dann immer diesen Kern rausziehe. Es ist immer. Ich habe es bis jetzt einmal gemacht, zweimal. Auf jeden Fall nicht besonders oft. Hier schaffe ich das nicht. Ich bin jetzt aber auch viel zu klein dafür. Kommen noch die Brainiacs wieder? Oder werde ich plötzlich wachsen wie bei Alice im Wunderland? Es hat meinen Sprung ein bisschen abgedämpft. Dadurch, dass diese Gondel. Wow. Wow. Können wir hier näher ran? Auf jeden Fall können wir die ziemlich akkurat steuern. Das ist schön. Oder ich hätte das vielleicht als erstes tun sollen. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das tun. Hier nach innen kann ich nicht. Komme ich da von außen ran? Okay, da kann ich nicht reinschwimmen. Ich kann versuchen, von außen schnell in die Mitte zu kommen. Vielleicht hilft's. Weniger bedrohlich. Oh. Oi, oi, oi. Eine der Klammern? Ja. Puh, liebe Freunde, was erwartet uns als nächstes?
Das sehen wir nächstes Mal in der nächsten Folge. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben und dann wird man euch loben. Gerne auch ein Abo da lassen. Ciao und Servus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.